Oh Mann, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Hey, da ist ein Wanderer. Vielleicht kennt er den Weg und kann uns weiterhelfen. Könnte es sein, dass ich mich hier verlaufen habe? Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu! Hier ist ja ein Mini-Tragosso. Oh, wie cool! Muss ich mir gleich fangen. Ja, willkommen hier auf dem Katze-Kinder-Kanal. So, wir wollen jetzt dieses Tragosso fangen, weil Tragosso ein ziemlich tolles Pokémon ist und ich das noch nicht besitze, vor allem nicht in meinem Team. Ich will das ja irgendwann vielleicht mal trainieren. Ja, entschuldigt bitte diesen rasanten Einstieg in dieses Video. Das ist ja zum Verrücktwerden. Normalerweise laufe ich erst ein paar Schritte und fange ganz gemütlich das Video an, aber heute nein. Heute geht es nicht. Denn wir finden ein winziges Tragosso, das einfach nicht in seinem Pokéball bleiben möchte. Aber schaut euch das mal an. Wie süß, oder? So ein kleines putziges Ding mit einem Knochen in der Hand. Oh, komm. Ja. Klasse, Tragosso wurde gefangen. Und das gibt einen Eintrag in unseren Pokédex. Annalena Level 20 und versucht Psystrahl zu erlernen. Endlich, Halleluja. Viel, viel besser als Konfusion. Psystrahl ist ein kleines bisschen stärker. Und das trifft sich sehr gut. Ich weiß gar nicht, wann sich Blutzug entwickelt. Habe ich vergessen. Egal, ist nicht so wichtig. Ich lasse mich überraschen. Tragosso, es trägt den Schädel seiner Mutter als Maske. Sein Weinen hallt darin wieder und wird zu einer traurigen Melodie. Oh, irgendwie ein sehr trauriges Pokémon. Und ich frage mich, ob dieses Pokémon wohl noch eine, wie soll ich sagen, weitere Geschichte haben wird. Na hoppla, wen haben wir denn hier? Ein riesiges Tragosso. Erst haben wir ein kleines, winziges Tragosso gefunden. Und jetzt fangen wir ein riesiges... Oh, es ist so riesig, dass ich sogar drüber werfe. Na toll. Also, werfen ist auch nicht so meine Stärke. Was ist denn heute los? Irgendwie liegt heute der Wurm drin. Meine Lieben, hier kommt direkt mein Hinweis. Wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Das zeigt mir, dass ihr große Fans des Spiels seid und noch weitere Folgen sehen möchtet. Und wir haben Tragosso gefangen, so ganz nebenbei. Das trifft sich gut. Fangserie 2. Ich frage mich, wie viele Tragossos man fangen muss. Ist natürlich Glückssache und Zufall, bis man ein besonders schillerndes findet. So, Team. Marie-Louise, ich hole dich nach vorne, denn wir haben hier Wanderer im Spiel. Hallo, Wanderer. Meine Pokémon werden dich das Fürchten lernen. Die sind nicht nur stark, sondern auch ziemlich cool. Ich bin Hugo. Hallo Hugo, was hast du denn? Kleinstein. Das ist mein Kleinstein. Und meistens brüllt es gerne rum. Und deswegen wird es dir das Fürchten lernen. Na, das musst du mir jetzt erklären. Inwiefern das Fürchten lernen? Hast du da Erfahrungswerte? Oh nein, Kleinstein. Egal, ich hab noch mehr. Nun ja. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Eines Abends, als ich in meinem Kleinstein Fernsehen schaute, hat es mir plötzlich auf den Kopf gehauen. Und weißt du warum? Ich sag es dir, weil ich die letzten Chips aufgegessen habe. Und das wollte mein Kleinstein gar nicht... mein Kleinstein fand es einfach nicht toll, verstehst du? Oh ja, natürlich. Okay, Onyx, Schaufler. Boah, Onyx, weißt du was? Wir werden jetzt die letzten Chips wegessen. Das schmeckt Onyx gar nicht. Und zack, geht es K.O. Oh nein, erwähnt bei meinem Pokémon bloß nicht die Chips. Haha, zu spät. Nein. Oh Mann. Oh nein, egal, ein Pokémon habe ich noch. Und das ist mein Georock. Mit Georock tausche ich immer Chips aus. Also, ich fütter ihn mit Chips und Georock füttert mich mit Chips. Okay, macht, was ihr wollt, aber ich setze der ganzen Sache ein Ende. Megasauger, Duflor, du bist ein Schatz. Weißt du das? Duflor! Duflor! Yay! Und Duflor erreicht ein neues Level, und zwar 32. Sehr, sehr toll. Das gibt wieder massig Erfahrungspunkte. Christina Level 31 und versucht, Agilität zu lernen. Nein, das möchte ich nicht. Ich bin kein Freund und Fan von Agilität. Verena, Level 19. Verloren.
Am Ende hast du mich das Fürchten gelehrt. Och nö. Okay, ich gebe auf. Ich esse nie wieder Chips. In den Bergen findet man Gesteins-Pokémon in Hülle und Fülle. So ist das eben. Egal wo du guckst, überall laufen Gesteins-Pokémon rum. Immer und immer. Hey, hörst du mir überhaupt noch zu? Oh, ein dickes Rehorn. Oh, reingelaufen. Rehorn, Rehorn. Okay, Rehorn, wir fangen dich jetzt. Damit du ein Teil unseres Teams bist. Rehorn. Rehorn, alles gut, beruhig dich. Rehorn wurde gefangen. Manchmal, ja, manchmal, da kann es so schnell gehen. Rehorn ist ein ziemlich cooles Pokémon, habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt. Er entwickelt sich leider nur ziemlich spät. Erst auf 42 oder 45, irgendwie sowas. 3 Superbälle gefunden. Da wartet schon ein Schwarzgurt auf uns. Ich glaube, der möchte uns hauen. Hier, komm, Bisaknoss, trink was. Pisa, Bisaknoss, ein lecker Schmecker. Hoppla, Verena wäre beinahe hingefallen. Verena, Achtung, nicht stolpern. Oh, ein winziges Onix. Nicht, dass wir es zertrampeln. Erstmal zum Schwarzgurt. Hey, Schwarzgurt. Na los, zeig mir, was du drauf hast. Ich bin sehr gespannt. Ich bin aggressiv, immer. Denn ich bin ein Schwarzgurt. Hey, hey, hey. No, ich bin Tai Chi und mache gerne Tai Chi. Und das ist mein Mankey. Okay, Mankey. Na gut, los, Marie-Louise. Kannst du es mit Mankey aufnehmen oder sollen wir lieber das Pokémon tauschen? Wir können es ja mal probieren. Okay, Karate, schlag schnell. Nein. Unterschätzt nicht mein Mankey. Oh nein, Duflor, pass bitte gut auf dich auf. Noch einmal. Zwinker, zwinker. Mein Mankey steht auf dein Duflor. Hey, das war kein Zwinkern, das war ein Silberblick. Nein! Oh nein, Mankey, komm zurück. Gut gekämpft. Okay, wir müssen aufpassen. Dieser Schwarzgurt-Dai-Chi scheint ziemlich gefährlich zu sein. Hamster-Stefan 23, Pikachu 32. So. Oh, Quapuzzi. Trifft sich gut. Los, Quapuzzi. Quapuzzi, mach dich bereit. Wir brauchen deinen Boxhandschuh. Ja, du besitzt zwar keinen, aber du weißt schon, was ich meine. Deine weißen Handschuhe eben. Deine weißen Mickey-Maus-Handschuhe. Oh ja, warst du im Disneyland Paris? Nein, aber Quapuzzi damals. Mit seiner Tante, Quappo. Okay. Ja, Quappo, seine Tante. Und sein Onkel Quaxo. Ja, 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 ja. Du hast so einiges drauf. Oh mein Gott. Du bist ein komischer Typ, aber irgendwie auch total lustig. Wie heißt du nochmal? Tai Chi. Und ich mache Tai Chi. Ich werde ab jetzt Pokémon trainieren, mit denen ich garantiert nicht mehr gegen dich verliere und mit ihnen Tai Chi und Dai Chi machen. Okay. Mach, was du denkst. Oh, Achtung, das winzige Onix. Nicht, dass wir es zertrampeln. Ich sehe es. Ich habe es fast übersehen. Achtung. Oh, na hoppla. Entschuldigung. Aua, aua. Du bist auf meinen Schwanz getreten. Tut mir leid, Onix. Du bist so klein und ich werfe sogar drüber, weil du so klein bist. Schon wieder drüber geworfen. Onix, ich sehe dich gar nicht ohne Brille. Ach, da bist du ja. So ein winziges Onix. Nein, 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 ich will noch nicht raus. Hey, stopp, Moment mal. Du bist ein Onix. Du kannst nicht sprechen. Okay. Onix, Onix, Onix. Onix ist geflohen. Onix ist ins Pokémon Center gerannt, weil es Schmerzen hat, weil ich drauf getrampelt bin. So. Ein Pfadfinder. Und zweimal Hollos. Hey, Bruder. Guck mal, ein Trainer. Stimmt, Bruder. Hast du nicht auch das Gefühl, dass dieser Tunnel gar nicht mehr aufhört? Hey, warum hört uns dieses Maholo hier zu? Ja, keine Ahnung. Ich will einen spannenden Kampf. Hey, komm, wir liefern Maholo einen spannenden Kampf, okay? Ich bin Yano. Und wer bist du? Ich bin Katze. Cooler Name. Das ist mein Fukano. Ein Spürhund, ein Wachhund. Ein Hund von Schwester Rocky. Okay, cool. Das ist mein Duflor. Duflor, wir müssen das Pokémon wechseln. Duflor? Duflor, was machst du? Duflor! Duflor, du möchtest kämpfen? Wow, du bist so mutig. Hey, das ist aber nicht gut. Flammenwurf! Nein, Duflor! Wow, Duflor hat überlebt. Duflor, du bist nicht nur mutig, sondern hältst auch einiges aus. Duflor! Duflor, aber warum wolltest du nicht ausgetauscht werden? Duflor, Duflor! Duflor möchte mir etwas sagen. Oha, du hast gewonnen. Gar nicht mal so schlecht. Aber Duflor, was hatte das zu bedeuten? Oh, langweiliger Kampf. Wenn man genau hinsieht,
kann man sogar in einem langen Tunnel wie diesem Trampelpfade erkennen, die die Menschen hinterlassen haben. Du musst einfach nur den Stellen auf dem Boden folgen, die etwas verfärbt aussehen, und schon kannst du dich praktisch nicht mehr verlaufen. Aber Moment mal, was war das gerade eben? Habt ihr das gesehen? Obwohl Duflo eine Typschwäche hatte, wollte es nicht ausgetauscht werden. Duflo war ziemlich standhaft. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ich glaube, Duflo wollte uns damit etwas sagen. Und ich denke, dass einige von euch, die das gerade sehen und hören, wissen, was ich jetzt vorhabe. Ja, es ist soweit. Mahalo, danke! Wir haben dich gefangen. Annalena, 21. Sehr, sehr schön. Hier lernen übrigens Kinder auch nebenbei Zahlen. Finde ich auch ganz cool. Das sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht gar nicht so sieht oder unterschätzt. So, es ist soweit. Stärkungstasche. Blattstein einsetzen. Mit einem Blattstein entwickelt man einen Ultrigarier oder das Pendant ein Duflor, je nachdem, welche Edition ihr spielt. Marie-Louise entwickelt sich! Meine Lieben, Marie-Louise kann sich in zwei Pokémon entwickeln, je nachdem, welchen Stein man diesem Pokémon gibt. In dem Spiel gibt es aber nur einen Stein, nämlich den Blattstein. Und schaut mal. Das ist Giflor! Die Entwicklung von Duflor. Giflor! Eine Rafflesia-Pflanze. Sehr schön. Es gibt einen Pokédex-Eintrag. Mal sehen. Giflor, wenn es seine großen Blütenblätter schüttelt, um giftige Pollen zu verteilen, entsteht dabei ein unglaublich großer Lärm. Oh, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es laut wird, wenn Giflor aktiv ist. So, jetzt haben wir Giflor statt Duflor. Das heißt, Duflor oder Mirapla zu Beginn hat die letzte Entwicklungsstufe erreicht. Giflor, eine riesige Pflanze. Wie geht's dir, Giflor? Na, Marie-Louise schnüffelt am Boden. So, dann komm mal mit, du Giflor. Oh, wie es einfach hüpft. Düppidüppidü. Schon cool, so ein Giflor. So, Wanderer, wir zeigen dir jetzt unser Giflor. Könnte es sein, dass ich mich hier verlaufen habe? Sind wir... Jetzt mal im Ernst. Was ist denn los? Also, ich bin Oliver, ja? Und ich bin doch noch im Mondberg, oder? Was, im Mondberg? Nein, schon lange nicht mehr. Falls du dort jemals warst. Wir sind gerade im Felstunnel. Oh, ich glaube, nun ja, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Oh nein, Onyx, was ist denn nun los? Was ist denn nun kaputt? Du hast ja ein Giflor, ein voll entwickeltes Pokémon. Das ist ja mal stark. Naja, das hast du mit Onyx ja in dieser Edition zumindest auch. Nun ja, mag sein, aber ich habe noch ein anderes. Los, Sandama. Ich verrate dir jetzt mal was, aber sag's nicht Sandama, ja? Sandama hat ein Loch gebohrt. Mit seinen Schaufeln. Und nun ja, ich glaube, ich war mal im Mondberg. Aber durch diese Schaufelhände und durch das Loch, das Sandama gegraben hat, bin ich plötzlich im Felstunnel gelandet. Jetzt habe ich mich verlaufen. Hey, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, Sandama hat das mitbekommen. Sandama! Oh, ja, nun ja, also... Ich dachte, nun ja, wie soll ich das sagen? Also, Sandama, also, du weißt, wie es gemeint ist, ne? Komm erstmal zurück. Na toll, jetzt bin ich total verzweifelt. Was mache ich denn jetzt hier? Ach, Pustekuchen. Hätte ich mich mal lieber zum Ausgang begeben. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt und konnte nicht alles lesen. Oh, Manu. Nun, ja. Hast du auch das schlafende Pokémon auf Route 12 gesehen? Ich musste deshalb extra diesen Umweg machen. Naja, eigentlich wollte ich zum Mondberg. Also, ich dachte, Felstunnel, ach, keine Ahnung. Mondberg, da wollte ich eigentlich hin. Okay, tschüss, Wanderer. Was für ein verwirrter Wanderer. Noch ein dickes Rihorn. Und da ist der Wanderer, der normalerweise... Wow, ein Onyx ist erschienen. Da vorne ist der Wanderer, der normalerweise einen Georock besitzt. Mal gucken, ob das ja auch hier der Fall sein wird. Wir finden ein Fluchtseil. Sehr schön. Und jetzt, auf geht's. Es gibt einen Kampf gegen einen weiteren Wanderer. Berge und Höhlen sind schon seit jeher mein Zuhause. Tu bloß nicht so, als wärst du hier der Boss. Ich bin der Boss, denn ich bin ein Wanderer. Ja, hallo, ich bin der Roland. Und wer bist du? Ich heiße Katze. Cooler Name. Boah, du bist schon der Zweite, der das sagt. Viele sagen, dass der Name komisch ist. Warum denn? Naja, weil viele sagen, dass Katze eigentlich ein Tier ist und kein Mensch. Nun ja. Aber es geht doch um
Katze und du heißt ja nicht Katze. Ja, das stimmt, aber... Nun ja, ich verstehe da schon. Wie auch immer, red nicht so viel, sondern kämpfe jetzt. Okay, Rasierblattattacke, Giflor. Oh nein, Maholo, das gibt's doch nicht. Denk nicht, dass du der Boss der Berge bist, nur weil du dich hier in diesem Felstunnel aufhältst. Ich bin ein Wanderer und ich kenne mich viel besser mit Steinen aus. Es gibt zum Beispiel Mondsteine, Blattsteine, Feuersteine, Wassersteine, Elektrosteine, Gesteinsteine, Psychosteine, Unlichtsteine, Feensteine. Hey, du lügst, das gibt's gar nicht. Doch, es gibt Steine von allen Typen. Steine über Steine. Albernstein, Albertstein, Kokosnussstein, Apfelstein, Birnenstein, Kirschstein. Nur Steine. Okay, ist ja gut. Du bist der Boss. Aber trotzdem, ich habe recht, was Steine angeht. Nein, meine Lieben, glaubt ihm nicht. Es gibt keine Kirschsteine oder so ein Quatsch. Du hast Talent. Möchtest du nicht auch Wanderer werden? Was? Nein. Ich glaube, das passt nicht so zu mir. Nein, ich möchte eigentlich Pokémon-Champion werden. Das ist meine Berufung. Das ist mein großes Ziel. Hallo, kleines Georock. Wo sind wir denn hier? Oh, ein Ass-Trainer. Das hat mir gerade noch gefehlt. Und ein kleines Dragosso. Hallo, Dragosso. Noch ein Pyjama-Träger. Okay, Moment mal. Was könnte dieser Pyjama-Träger haben? Ich weiß es nicht. Welches Pokémon nehmen wir nach vorne? Nehmen wir mal Christine wieder nach vorne. Und rein geht's. Du erstellst einen Pokédex? Wie cool. Darauf hätte ich auch total Lust. Aber, naja... Meine Mama hat gesagt, ich soll nicht zu Professor Eich. Denn er schenkt dir eh nur Bisasam, Shigi oder Glumanda. Aber ich wollte direkt ein Bisaknosp haben und hab's auch bekommen. Ey, Moment mal, was erzählst du da? Na gut, Spaß beiseite. Professor Eich gab mir ein Bisasam. Mittlerweile hat es sich entwickelt. Na toll, aber irgendwie habe ich das falsche Pokémon gewählt. Das gibt's doch nicht. Bisaknosp, Pustekuchen, Teppichtörtchen nochmal. Ach, ich bin so neidisch auf dich. Ach, ich bin der Clemens übrigens. Aber das weißt du ja bereits. Sag mal, gibst du mir deinen Pokédex, wenn du ihn vervollständigt hast? Warum sollte ich das tun? Mach das doch selbst. Harte Arbeit wird belohnt, wie überall im Leben. Wenn ich hart für eine Klausur, für eine Klassenarbeit lerne, dann kriege ich auch eine gute Note. Wer hart arbeitet, wird belohnt. Warum sollte ich dir einfach meinen Pokédex schenken? Naja, ein Ass-Trainer, Achtung! Um dich im Gebirge nicht zu verirren, kannst du ganz einfach Zweige am Wegesrand abknicken, um deinen Pfad zu markieren. Hahaha, Witzbold! Nein, das ist wirklich der Fall. Einfach Zweige abknicken. Hallo, wir sind in einer Höhle! Au, oh, du hast recht. Hier funktioniert diese Taktik natürlich nicht, aber du kannst gerne Steine umknicken. Was?! Da musst du ja Bärenkräfte haben, um Steine umzuknicken. Außerdem würdest du Steine kaputt machen. Du kannst Steine nicht knicken. Entweder gehen sie kaputt, in zwei Teile sozusagen, oder du machst gar nichts, weil sie zu stark, zu massiv, zu kräftig sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Lass mir das Thema einfach. Weißt du, ich war einfach verwirrt. Ich dachte, wir wären noch im Fatania-Wald. Was? Du bist ja wieder Wanderer, der dachte, dass wir im Mondberg sind. Sag mal, was ist das für eine konfuse Folge? Total verwirrt. Die Trainer hier in der Höhle sind alle ein bisschen verwirrt im Kopf. Hey, sei doch nicht so frech. Also gut, Kadabra, lo. Oh. Was? Kadabra hat's überlebt? Na warte, ruckzuckieb. Schnell. Oh nein, Kadabra, Achtung. Tja, das war's dann wohl. Aber ich muss sagen, schlecht war sie nicht unbedingt. Vor allem Kadabra kann schon ziemlich gefährlich werden. Du bist stärker als erwartet. Oh, ich schäme mich so. Wegen dem Fatania-Waldwitz. Naja, der war okay. Im Kampf lässt du dich offensichtlich von nichts beirren. Sehr toll. Also mach's gut. Yo, tschüss. Was haben wir denn hier unten? Oh, noch ein Ass-Trainer. Na gut. Oh, direkt in ein riesiges Rihorn reingelaufen. Okay, riesig ist es nicht, aber Rihorn ist generell ein, ja, starkes Ding. Es gibt sogar, ich weiß nicht, eine Edition mindestens, vielleicht sogar zwei, ich bin mir nicht ganz sicher. Wo man auf Rihorn reiten kann, das war Pokémon X und Y.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Sonne-Mond der Fall war. Ich habe es leider, Schande über mein Haupt, nur zur Hälfte gespielt. Und Mond 2 und, also Ultramond und Ultrasonne habe ich leider nicht gespielt. Vielleicht hole ich das mal hier für euch nach. In ferner Zukunft. In wirklich ferner Zukunft, denn wir haben tausende Projekte hier auf dem Kanal. Das ist unglaublich. So, Achtung, jetzt gibt es einen Kampf gegen einen Ass-Trainer. Ach, mitten im Tunnel wie diesen triffst du auf Ass-Trainer Wimmig. Na, wer bist du? Verlaufen in der Höhle, wie viele andere kleine Kids? Nicht ganz. Ich bin Bernd. Wer bist du? Ich bin Katze und möchte irgendwann mal Pokémon-Champion werden. Ach, okay. Klingt nach einem guten Vorhaben. Aber mal sehen, ob du gegen meinen Dickter ankommst. Mein Dickter ist ziemlich schnell. Und kann Attacken wie Schaufler. Und Kratzfurie und vieles mehr. Okay. Bium! Oh Gott. Wie konntest du nur? Mit einer einzigen Flügelschlagattacke? Gut, zugegeben. Dickter hat nicht unbedingt hohe Verteidigungswerte. Aber wie schmeckt dir mein nächstes Pokémon? Ja, er hat ein Flamara. Flamara ist so ein schönes Pokémon, auch wenn es nicht zu meinen Lieblings-Evoli-Entwicklungen gehört. Schaut euch mal Flamara an. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein hübsches Pokémon? Meine absolute Evoli-Lieblingsentwicklung ist immer noch Aquana. Damals war es Psyana und Nachtara. Heute ist es Aquana und Fulipurba. Das einzige Pokémon, das ich von den Evoli-Entwicklungen gar nicht mag. Flamara ist übrigens auf dem vorletzten Platz. Auf dem letzten Platz ist, ich mag es einfach nicht, dieses Feen-Ding. Ich weiß auch nicht mal, wie das heißt. Flavia, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber das mag ich nicht. Es tut mir leid, liebe Feen-Fans da draußen, ich mag es nicht. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Hamster-Stefan24, er lernt Geowurf. Das bedeutet, Geowurf hat einen Angriffswert von konstanten 24. Fußkick schmeiße ich mal raus. Ich bin eh kein Fan von Fußkick, solange der Gegner nicht viel wiegt. Also eigentlich nur bei Relax so richtig effektiv gefühlt. Ansonsten fällt mir kein Normal-Pokémon aus der ersten Generation ein. Ah, das kratzt an meinem Stolz als Ass-Trainer. Oh Mann. Hier, Hyperbälle. Als Ass-Trainer hat man stark zu sein, egal wo der Kampf ausgetragen wird. Egal ob Höhle oder Wald oder am Meer oder im Meer oder unter Wasser, keine Ahnung. Okay, Achtung. Huiuiui, ich glaube, wir werden gleich eingekesselt von den Pokémon da oben. Ein Supertrank gefunden. Mein liebes Giflor, du musst keine Angst haben. Gemeinsam schaffen wir das und das ist ein riesiges Onyx. Wie wird es hier in dieser Höhle weitergehen, wenn wir jemals aus dem Felstunnel rauskommen? Das und vieles mehr erfahrt in der nächsten Folge. Um dieses Video zu sehen, tippt rechts oben und ihr kommt direkt zur nächsten Folge. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Katztastisch!